So, da lade, werden wir wieder Ralfing IP mit an Epic. Ja, wir haben uns ein paar Sachen gekauft. Das mit dem Hotkey funktioniert leider immer noch nicht. Hab's die ganze Zeit ausprobiert, ich habe hier nur das Schwert. Pfeil und Bogen kommt leider jetzt irgendwie nur nicht über den Hotkey zum Einsatz, was mich tierisch nervt, weil das eigentlich total scheiße ist. Weil, wie soll ich denn bitte ohne den Hotkey schnell hier irgendwie regieren können? Und verdammt nochmal hier, ich habe ihn gerade eingestellt und es geht nicht. Ich kann nur das Schwert ein- oder wegstecken oder hier so. Und Potions trinken, juhu, aber halt nicht wirklich. Ja, ihr seht schon hier, diesen dreckigen Scheißbogen über einen Hotkey irgendwie auf meinen Controller legen. Ich habe es mal mit einer anderen Taste probiert. Nein, geht genauso wenig. Kacke. Ja, toll. Das heißt, ich darf jetzt immer auf die 2 hämmern, sobald ich den feinen Bogen benutzen will. Toll. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Eigentlich nicht, aber gut, das willst du tun. Schnell abbauen. Pass mal auf, jetzt gleich hier. Er sieht mich nicht mehr. Bin hier auf einmal verschwunden, ne? Ja, bin hier weg. Ich komme jetzt mal schön verprügeln hier. Oh, das Schwert haut aber auch nicht rein. Ist auch schnell, muss ich sagen. Oder was sagt ihr? Im Vergleich zur letzten Waffe. Hat sich schon gelohnt, den Mist zu kaufen, würde ich sagen. Was hatte denn der... Die Axt, das Schwert hat Schaden 80 und der hat 86 und ich habe doppelte Geschwindigkeit. Also ich kann zweimal schlagen pro Attacke plus kritischen Schaden. Kritischen Schadenbonus. Na komm. Also gegen 2 ist Kämpfen immer noch nicht drin. Habe ich gerade festgestellt, leider. Irgendwie haut es noch nicht hin. Aber das hat sich jetzt eigentlich schon gelohnt. Die Waffe zu kaufen war cool. Trotzdem hätte ich keine die Axt, nur naja, das wird wohl nix. Die Truhe habe ich geholt. Der Raum ist komplett ausgeleuchtet. Passt. Alles in Ordnung. So, wir begeben uns mal runter. Hey, jupp. Und schauen, ob wir mal jetzt hier dieses diesen Wurm da zur Strecke bringen. Boah, ich hasse euch so, ey. Ich hasse diese Fledermäuse. Ich hasse sie. Ich gebe auch so Mühe, die zu sehen, aber... Was ist denn unten los? Versammlung oder was? Von Fledermäusen. Na gut, ich bin ja durchgekommen. Soll mir recht sein. Oh, ja, du triffst mich natürlich da. Du Arsch. Nein, jetzt trifft er mich auch noch. Pappmagier, komm runter hier. Du Pfeifenkani. Einer nach dem anderen, bitte. Sehr gut. Nein! Der haut mir auch noch mit seinem Knüppel hier ins Gesicht. Nein, falsche Taste. Das ist der Hotkey. Gluck, 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 gluck. Yay! Na toll. Springen vergessen. Wobei, da oben bringt es mir überhaupt nichts. So, wie viele Potions habe ich denn? Eine noch. Cool. Reinpfeifen. Inventar und zurück zur Kochküche, würde ich sagen. Hier. Nahkampfangriff, teleportiere ich zurück in Zocks Küche. Rein da! Weil ohne Potions brauche ich hier definitiv nicht auftauchen. 8 Stück. Hab rein damit. Mehr Potions, mehr Potions, mehr Potions! So, mehr habe ich leider nicht. Naja, hier gibt es wieder keine Map. Komm hier hoch, los. Ich verprügel dich. Und dann kann ich hier von hinten abstechen hier. Jupp. Und ich glaube, dann wären wir auch schon so weit, dass ich einfach wieder nur runterspringen muss und dann wieder da unten bin in dieser... Ab! Oh nein! Oh, der hat überhaupt keine Zeit hier zum Schlagen. Oh, sagt der, ey. Nein! Dann stand ich ein bisschen zu nah dran. Ah, stand hier wohl zu nah dran. Gibt's hier was in den Fässern? Okay, die Fässer halten mehr aus gegen mein Schwert. Merke ich gerade. Pfeil habe ich bekommen. Okay, ich muss wohin? Nach rechts. Oh super, die Stein-Challenge wieder. Deswegen weiß ich, warum ich hier auch diese Rollen habe. Teleportiere dich zurück. Die aktive Aufgabe. Da werde ich zurück teleportiert nach da oben rechts. Das machen wir mal. Ja, das machen wir, bevor wir wieder wahnsinnig viel verlieren hier. Die aktive Aufgabe müsste von diesem vierchen Kästchen gekommen sein. Wunderbar. Und jetzt bin ich da oben rechts in der Ecke, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt springen wir nicht einfach gemütlich da wieder runter. Ah, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Der Sack. Ja, Geronimo. Will ich den hier überhaupt? Gut. Ja, das war mir wichtig. Ein bisschen Lebensenergie.
Schade, der gibt mir keine Lebensenergie. Gut, zumindest wieder ein bisschen Erfahrungspunkte eingesammelt und Sprung in die Tiefe. Ah, nee, nee, nee. Bloß kein Schlangenkampf, ey. War kein Bock drauf. Und sind überall Schlangen. Was war's? 2 war der Hotkey, ne? Für die Pfeile Bogen. Mal ausprobieren. Oh, 103? Nice. Der neue Bogen und die schönen Pfeile, die hauen ganz schön rein, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Oh, wer bist du denn? Da war ich noch gar nicht. Hey, was für ein hübsches kleines Mädchen. Warum meinst du? Sehr hübsch, ja. Hahaha, ein böser Hund hat mir die Puppen entrissen. Ein böser Hund ist sehr groß. Du weißt schon, 3 Meter hoch und 3 Köpfe wie Harry Potter. Ist ein kleiner Hund und er floh durch die Tür. Sein Zuhause ist dunkel und ich habe Angst davor, hineinzugehen. Ein kleiner Wadenbeißer. Weißt du, ich mag Köter nicht. Aber diesmal ist da keiner, der mir vielleicht helfen würde. Hehehe, ich werde das genießen. Keine Sorge, kleines Mädchen, ich bringe dir deine Puppe gleich zurück. Eine Puppe wiederbeschaffen, was denkst du dir? Das Kind ist schutzlos, ich soll sie töten. Ach komm, ey, der Typ, ey. Komm, Truhe. Heilung. Kann ich das Kind... Kann ich es überhaupt töten, das Kind? Okay. What? Was ist denn mit dem Köter hier los? Wieso... Ah, wie... What the fuck? Mit jedem Beller macht mich der Köter platt, oder was? Pff. Okay. Inventar, was habe ich hier? Unsichtbarkeit oder so. Okay, ich habe hier, was war das hier? Dein Fleisch und dein halber Blablabla, Festigkeit. Jede normale Waffe geht durch dich hindurch, allerdings verursacht dein Angriff auch keinen Schaden. Das Ding hau ich mir dann einfach rein, würde ich sagen. Ich probiere es einfach aus. Nicht wahr? Ich stimme gleich mal hier oben auf dem ersten Platz, dass ich das gleich im Inventar auswählen kann, wenn ich da reinkomme. So, Mädel, muss ich nur mit dir reden. Blablabla. Und die Potions nehmen wir auch noch mit. So. Rein da, Inventar, benutzen. Benutzen! Wie? Warum geht ich da? Warum komme ich da nicht mal raus zur Tür? Was denn hier? Was ist das für ein Scheißbug? Ey, sag mal, warum kann ich denn das nicht benutzen? Benutzen. Habe ich angegriffen, werde kann ich es wohl nicht benutzen oder was? Ah, jetzt komme ich nicht durch die Tür oder was? Meine Hände greifen hindurch. Ey, wie soll ich denn diesen scheiß Köter erledigen? Ey! Kann ich hier runter irgendwie? Ey, so. Ah, also, wenn ich den Köter angreife, kann ich die Flasche nicht benutzen. Jetzt habe ich die Flasche umsonst gewastet. Ich glaube, ich lasse mich einfach killen. Ich gebe auf den Sack. Aber auch die Schlange greift mich an, ne? Komm, greif mich nochmal an. Töte mich. Jetzt sollen wir denn diesen verschissenen Köter da killen? Bitte. Das ist ja Mission Impossible. So, wir reden mal mit dem blöden kleinen Kind hier nochmal. Der Köter ist schon echt die Hölle. Also wirklich. Da oben fehlt irgendwie noch eine Lampe, oder? Kann es sein? Da unten links in der Ecke steht nur eine Lampe. Tja. Was mache ich denn mit dem blöden Köter? Da fällt mir nichts ein. Was habe ich denn noch für Optionen hier? Inventar. Ich habe keine anderen Optionen. Ich kann diese erzeugte Hitzeaura erhöht den Schaden. Lalalala. Schwierige Puzzle zu lösen. Benutzen. Der Hund ist hinter der Tür neben dem kleinen Mädchen. Sein Bellen wird dir Schaden zufügen. Du sollst mit voller Gesundheit hineingehen und nicht anhalten. Bis du einen Hund erreicht hast. Vergiss nicht, viele Heiltränke mitzunehmen. Ja, ich kann die Heiltränke ja nicht mal trinken hier. Guck mal, der scheiß Kleffer, der hindert mich ja dran. Wie soll ich... Im Ernst, ist das ein Bug? Ich meine, ich habe mir gerade diese scheiß Glücksrolle da genommen, um rauszufinden, dass ich ja viele Heiltränke mitnehmen soll. Ja? Und, am Arsch. Ich meine, ich kriege auch nur so einen scheiß Heiltrank hier. Ja, aber das bringt mir alles nichts, wenn ich den nicht einsetzen kann, weil... Ist ja völlig for the ass. Von hinten den Kopf und die Schlange, lebt noch. Nee, mag ich nicht. Keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Da gehe ich ja fast lieber zu dem scheiß Endboss darunter. Warum sind die Ameisen noch da? Die habt ihr doch schon gekillt alle, oder nicht? Scheiße. Die Ameisen sind noch da.
Und sind hier die ganzen... Ja, natürlich. Also das ist echt, das nervt. Ja, hau ab, hau ab! Du Scheißding! Gibt's doch nicht, ey. Wenn die mich immer auf der Treppe erwischen, das ist so ätzend, weil du kannst einfach nichts machen. Du hast keine Chance, du kannst nicht mit deinem Schwert schlagen, nichts. Ach Gott, ey. So, jetzt reg ich mich überhaupt auf hier. Ja, genau. Komm. Ihr Affen, ey. Kommt der. Und nicht alle auf einmal. Naja. Jetzt gilt er mich auch noch, oder was gleich? Nee, nee, das haben wir nicht gewettet. Der dreckige Magier. Gucken wir, wie lange diese Animation dauert, bis ich mich hier heile. Unglaublich. Ich habe gleich keine Potions mehr. Gibt's doch nicht, ey. Oh, ein Sprung und tot. So, Wurm. Wie viele Potions habe ich noch? 7. Dann probieren wir es einfach mal aus, ne? Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll. Fackeln hat so ein... Ah ja, was zur Hölle, blablabla. Die Geschichte kennen wir. So ein kleiner Wurm hier, der irgendwie mir auf den Sack gehen will. Und, bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den besiegen soll. Aber gut. Schauen wir mal. Wir probieren es einfach mal aus. Beschwören mal diese Scheißkugel und gehen ein bisschen an die Seite. Die Leiter ist dann natürlich weg, ist ja klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Da kommt der Wurm. Hallo Wurmi. So, spuckt Eier aus. Wow. Oh, das Schwert ist stark. Das ist gut. Wow, hau ab. Was ist das? Nein. Wo kann ich den denn treffen, den Vollarsch hier? Hm. Und jetzt, Kollege? Oh ja, ich habe ihn getroffen. So aber nicht. Oft macht er das noch? Okay. Okay, spuckt jetzt wieder oder kommt er woanders raus? Jetzt hätte ich mal eine Potion mir reinpfeifen sollen, ne? Vielleicht. Okay, was? Von da hinten kommen auch noch welche? Ne. Gebt mir mal ein bisschen den Lebensenergie hier, Penner. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, daneben stellen. Wow! Okay, jetzt schauen wir mal, ob ich den von außen besser treffen kann. Was ist das für eine Kacke? Warum wurde ich denn hier gerade getroffen? Von was denn? Okay, Timing reif, Timing. Okay, ich habe zweimal draufgehauen. Das war cool. Nochmal. Yo. Okay. Gut. Potion nehmen. Potion, Potion, Potion. Rein damit. Sehr gut. Boah, jetzt kommt der Typ wieder hier an. Okay. Ich habe hier so eine gewisse... Ah, so einen kleinen Radius. Auch nur einen kleinen Radius. Potion. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ah. Na, aha, ich habe ihn beim Eintauchen nochmal berührt. Okay. Gut, ich glaube, hier kann ich einfach stehen bleiben. Ah, jetzt ist aber ganz schön schnell geworden, der Arsch. Gefällt ihm nicht so, was ich mache. Ah, den treffe ich auch nur noch einmal. Aber er ist schon fast tot, ey. Bitte, lass mich das schaffen. Komm, jetzt einmal noch. Yo, Mann, ich habe den Scheißwurm gefickt. Gefickt habe ich ihn. Guck, wie du aussiehst, der hier. Oh, Fleischbrocken. Wow, Leiter ist wieder da. Nimm das, Sera. Ich habe ihn getötet. Schei, schudu, schudu, meine Hure. Deine Hure. Du bist eine Hure. Nun, ich höre kein Echo vom Gelächter. Glück begünstigt immer die Dummen. Ha, 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 ha. Schlüssel der Kanalisation. Yeah. Juhu, meine lieben Freunde. Hat doch nicht lange gedauert. Ich habe den ersten Wächter besiegt. Leider bin ich kein Level upgraded worden. Das heißt, ich kann die Axt leider noch nicht benutzen. Kanalisation. Mal gucken. Wo habe ich denn hier
Bibliothek, Bibliothek, Kanalisation und Gärten. Dead End, da geht's nicht weiter. Das heißt, ich könnte mich in die Küche teleportieren oder mal da kurz noch nach oben gucken, um die ganzen Räume zu beleuchten, weil irgendwie scheint da drinnen noch Licht zu fehlen. Ich glaube, das könnten wir machen, aber das machen wir dann wahrscheinlich auch beim nächsten Mal. Diesmal haben wir auf jeden Fall den Wurm besiegt. Und, oder vielleicht gehe ich auch hier noch rein. Warum auch nicht. Ich glaube, ich muss ja nur da rein. Täusche ich mich? Ah, fast, fast. Gehen wir mal da rein, oder? Wie sieht's denn damit aus? Gefällt mir schon viel besser. Alles klar, meine Freunde, ich würde sagen, hier hören wir mal auf bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe den Gegner besiegt und beim nächsten Mal sollten wir die nächste Stufe erklimmen und ich kann dann auch die geile Axt hier, Startaxt, benutzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Bis dann, Ralfinger P ist draußen. Ciao.